Auch hier geht's um den guten Stil. Darf es beim nächsten Mittelmeerurlaub vielleicht ein bisschen mehr Glanz und Glamour sein? Zur Eröffnung eines Luxushotels, den wohl teuersten Betten am türkischen Mittelmeer, ließ der russische Gastgeber schillernde Gäste einfliegen. Richard Gere zum Beispiel, Sharon Stone war dort und Tom Jones. Nicht ganz billig der Spaß, aber was soll's, kostete doch die Luxusherberge mehr als eine schlappe Milliarde. Das ist das neue Domizil der Superreichen. Zur Eröffnung des Maden Palace weht ein Hauch von Hollywood an der türkischen Mittelmeerküste. Für eine kleine Gage von jeweils 1 Million Euro, so munkelte man, kamen Sharon Stone, Seal, Monica Bellucci und Mariah Carey nach Antalya. Selbst Hotelerbin Paris Hilton ließ sich nicht lange bitten. Ich bin zwar Teil einer Hotelfamilie, aber ich gehe zu allen Hoteleröffnungen, besonders zu so einer. Ein Palast mit dem größten Pool am Mittelmeer. Über 1 Milliarde Euro hat der Prunkbau angeblich gekostet. 560 Zimmer und Suiten zwischen 400 und 20.000 Euro pro Nacht. Ein türkisches Bad auf 75.000 Quadratmetern. Hier herrscht Luxus pur. Es kann nur so luxuriös wie die Kultur sein. Die Kultur ist am bedeutendsten. Natürlich kann man mit sehr viel Geld ein Hotel bauen, aber wenn die Kultur nicht gut ist, dann ist es kein echter Luxus. Nur mit dem feinen Unterschied, dass sich hier ein russischer Millionär ans Reisbrett machte. Der medienscheue Tycoon Telman Ismailov. Er wollte der russischen Touristenhochburg Antalya ein Denkmal setzen und baute sich gleich eine eigene Villa an den Strand. Und er zog es lieber vor, andere für ihn sprechen zu lassen. Da kamen ihm seine prominenten Gäste gerade recht. Er hat alles selbst entworfen. Sein Haus, das Hotel. Alle Ideen stammen von ihm. Das ist unglaublich. Man kann sagen, wow, das ist ein bisschen übertrieben. Aber auf der anderen Seite hat er Hunderttausende von Menschen beschäftigt. Er hat Arbeitsplätze geschaffen. Das ist das Wunderbare an dieser Sache. Und mir hat er eine besonders hohe Summe für meine Stiftung gespendet. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich hier bin. Über die Summe schwieg Mr. Gere eisern. Er ist ja auch mit seiner Frau, Schauspielerin Carrie Lowell, zum Feiern gekommen. Genau wie Sexbomb-Sänger Tom Jones und ein paar deutsche Gäste, Verliebte und Verlobte. Also Hochzeitsfeier könnte man sich durchaus hier vorstellen, aber natürlich nicht irgendwie das ganze Hotel oder wie auch immer mieten, sondern wenn da nur einen kleinen Part davon. Hier gibt es ja so viele schöne Ecken, die man eigentlich für eine Hochzeit gut nutzen könnte. Ich muss sagen, in so einem Hotel war ich noch nie und ich glaube, der ist auch. Es gibt auf der Welt auch nicht viele, die mit so viel Liebe und so viel auch Liebe zu Detail errichtet worden sind. Hier ist nichts unecht. Das, was man sieht, das ist auch so und es ist echt und das ist schon erschlagend, das ist schon wirklich beeindruckend und egal wo man auf der Welt war, das sieht man nicht oft. Man bekommt auch nicht alle Tage ein Privatkonzert von Seal geboten. Hier beim Soundcheck für seinen Auftritt am Abend vor nur 500 handverlesenen Gästen. Ich würde bestimmt gerne wiederkommen mit meiner Familie. Auch um dieses Land besser verstehen zu können. Ich bin zum ersten Mal in der Türkei und würde gerne wiederkommen, um mehr über die türkische Kultur zu erfahren. Ob Maden Palace dafür der richtige Ort wäre? Das nötige Kleingeld hätten ja die Klums doch. Mal abwarten. Die Küste an der türkischen Riviera ist noch lang. Gar nicht so abwegig. Schließlich lässt Heidi Klum heute verkünden, sie verlasse Deutschland.